Holzburg ist das südlichste Dorf des Schwalm-Eder-Kreises und hat ca. 430 Einwohner. 1232 wurde Holzburg erstmals urkundlich erwähnt. Ob es in Holzburg eine Burg gab, ist bis heute nicht nachgewiesen. Bis 1708 gehörte man zu Hessen-Darmstadt und zum Amt Alsfeld. 1708 wurde Holzburg gegen Umstadt getauscht und gehört seither zum Herzogtum Kassel. 1959 hat Pfarrer Metz das heutige Museum eröffnet. Markant für Holzburg ist der hochragende Kirchturm. Vom Südhang hat man einen herrlichen Ausblick in das Tal der Schwalm. Ob hier Rotkäppchen gelebt hat? Holzburg ist ein Dorf in der Schwalm. Markant ist der Kirchturm. Um die Kirche herum gibt es eine außergewöhnliche Wehranlage. Das Dorf ist auch bekannt, weil hier das einzigartige Schwelmer Dorfmuseum seine Heimat hat. Die Museumsanlage Holzburg besteht aus zwei Gebäudekomplexen. Das alte Gasthaus Wahl. Hier finden Sie ein Museumscafé, in dem es selbstgemachten Kuchen gibt, eine nostalgische Gaststätte und im großen Ausstellungssaal, dem ehemaligen Kirmessaal, ist die Dauerausstellung Das Leben der Schwelmer von der Wiege bis zu Bahre aufgebaut. In der Museumsscheune selbst sind Stuben eingerichtet, die das einfache, harte und karge Leben unserer Vorfahren zeigen. Die bekannte Schwelmer Weißstickerei kann bewundert werden. Viele Trachtenschmuck in den Farben Rot, Grün, Lila und Schwarz sind ausgestellt. Handwerkliche Arbeitsstuben für Schuster oder Schreiner sind original vorhanden. Stolz ist man auf einen restaurierten, funktionsfähigen Webstuhl und eine aufgebaute Flachsstraße. Ein Garten lädt ein zum Verweilen und zum Ruhen. Folgen Sie uns zu einem kleinen Rundgang durch das Schwelmer Dorfmuseum Holzburg. In dieser Stube sind die Großeltern zu Hause. Ein funktionsfähiger Webstuhl und die Arbeitsgeräte auf einer Flachsstraße.